So, jetzt komme ich mal zu dem Diskettenlaufwerk. Das habe ich hier schon mal angeschlossen. Das, was ich sagte, was nicht hinhaut. Das haut auch nicht hin. Ich habe schon Diskette drin. Ich versuche das mal so synchron wie möglich mit dem PC zusammenzukriegen. Ich schalte den Amiga jetzt ein. Ich hoffe, der startet. Nein, er startet nicht. Irgendwas haut hier mit dem Reset nicht hin. Das ist, glaube ich, die CPU. Aber jetzt geht's. Versucht er zu starten. Hat Leseschwierigkeiten. Jetzt ist der Bildschirm rot. Ja, geht nicht. So, dann mache ich das aus. PC kann ich ja auch erstmal aufhören. Jetzt nehme ich den hier nämlich ab. Dann will ich das Diskettenlaufwerk erstmal reinigen. Versuchen zu reinigen und neu zu schmieren. So. Dazu muss ich erstmal eine Kabel aus dem Weg hier eingeklemmt. Machen wir erstmal so. Ich melde mich gleich nochmal. Ich stelle mal die Kamera um. So, erstmal das Kettenlaufwerk reinigen. Einmal das Kette gucken. Ja, sieht noch gut aus. Muss ich nochmal gucken, wie ging das auseinander hier. So. Haben wir das Kettenlaufwerk. Ich habe das ja, glaube ich, schon mal irgendwo angesprochen mit dem Reinigen der Köpfe. Kriege ich das so hin, dass man das besser sehen kann. Dass man die ja reinigen kann. Versuche mal drauf zu zoomen. Da unten und oben drüber. Das werde ich jetzt mal gleich machen. So, brauche ich ein bisschen. Links. Ich nehme wieder Glasreiniger. Der ist relativ fest, der ist nicht gefedert. Der obere ist gefedert, da darf man nicht so viel machen. Wischen. Ist aber auch kein Dreck runtergekommen, also es ist relativ sauber. So. Dann hatte ich ja gesagt, diese Schiene, das geht hier bei dem nicht. Hier ist aber noch altes Fett. Kann man ja hier, sieht man ja. Dieses Gewindedings hier, Schneckengewinde ein bisschen bewegen. Hier mal ein bisschen Fett runter. So, Öl. Da habe ich hier so, nennt sich Nähmaschinenöl. Aber, ich habe ja gesagt, ist kein Dings dran. Das wollte ich das damit zeigen. Da die Schiene, die geht ja durch. Da einen Tropfen Öl drauf machen. Aber wirklich nur einen ganz kleinen Tropfen. Das war schon wieder zu viel. Darum habe ich die. So, ist aber noch Öl dran. Jetzt müsste ich den wieder zurückbewegen. Also ich nehme jetzt die trockene Seite, nicht die mit dem Öl. So, bewege ich die jetzt zurück hier. Dass der Kopf zurück ist. Und jetzt ist da hinten drin ist auch noch. So, ich habe noch Öl dran an dem
Stäbchen, dann mache ich da jetzt auch noch was dran. Kommt ein bisschen Dreck mit runter. So. Das, was zu viel ist, nehme ich noch ein bisschen weg. Passt so. Und dann muss da neues Fett dran an die Spindel. Da habe ich hier, was habe ich vor Ewigkeit mal gekauft, Zweirad-Kugellagerfett von da. Das habe ich mal irgendwann vor Ewigkeiten gekauft. Mache ich jetzt ein bisschen, das könnt ihr leider nicht sehen, ein bisschen Fett an die Spindel. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ich glaube nicht. Ein bisschen Fett. So, da hinten auch noch ein bisschen. Da ist ein ganz kleines Loch drin. So, und den Rest bewege ich dann mit dem Laufwerk. Mit dem Programm. Ich baue das jetzt mal hier wieder hin. Das mal an. Strom. So. Nicht das suchen, dass das keinen Kurzschluss macht. Zoomen wir zurück. Und gehen wir auf den Kopf, dass man das sehen kann. Ich hoffe, man kann das erkennen. Hier. Und die Diskette kann ich auch einlegen. Dann muss ich nur wieder verkabeln. So. Der Bildschirm schon angegangen. Strom. Da mal Aufnahme starten und mache ich mal an und er will wieder nicht. So. Er will nicht. So, ich weiß jetzt nicht, wo ich den Schnitt mache, weil es ist doch ein bisschen blöd, wenn die Diskette auf einmal im A ist. Das hier ist jetzt mein Diskettenlaufwerk, was funktioniert. Das, was ich habe, das funktioniert. Ich habe ein externes Diskettenlaufwerksgedönse hier. Da ist das, was ich gerade gereinigt habe und geölt und gefettet habe, was ich ja nicht wollte, wo ich sagte, dass nur die Hälfte funktioniert. Ich versuche da mal ein bisschen da drauf zu gehen, dass man das vielleicht sehen kann. Ich starte jetzt dann die Aufnahme am PC und schalte jetzt den Amiga ein. Startet er erstmal von einem guten Diskettenlaufwerk. Sollte er zumindest tun, tut er hier wieder nicht. Jetzt tut er es. So. Bild ist da, Maus habe ich nicht angeschlossen. Ich kann mit der Tastatur arbeiten. Jetzt nehme ich die Diskette raus und stecke die hier rein. Passiert noch nichts. Jetzt kann ich den Floppy Drive Test machen mit RW3. DF1 ist Fragezeichen. Da gehe ich jetzt erstmal auf F2 und wähle DF1 aus. Und
Geh mal auf F5 Signaltest. Man hat es gesehen, man hat, glaube ich, gehört, das läuft. So, und mit F7, F8, F7 könnte ich jetzt einen Step machen. Mit F8 ändere ich die Richtung und kann hier den Kopf durch hin und her bewegen. So, tut er. Das will ich aber nicht, und zwar will ich jetzt einen Head Calibration Test machen, F8. Zylinder 0, das läuft. So, wo muss ich jetzt weitermachen? F2, nee, F1 ist Seeking, naja. Das tut er. So, F2, 40, ist auch okay. Was macht er auch? F79, da sieht man schon, XXX, Missing, bla bla bla. Und jetzt müsste ich das theoretisch kalibrieren. Wie tue ich das? Wie kalibriere ich das jetzt? Dazu nehme ich mal ein Diskettenlaufwerk. Ja, das habe ich jetzt kein Ziel, womit ich das zeigen könnte. Doch da. Damit, wo ich mir das gerade gemacht habe. Ich will es nur einmal kurz zeigen. Ich schraube jetzt hier die zwei Schrauben lose an dem Diskettenlaufwerk. Das ist ja genauso aufgebaut mit dem Motor. Und dann kann ich den Motor leicht drehen, hin und her. Wenn ich den leicht drehe, damit verändere ich die Position der Köpfe hier. Nach vorne oder nach hinten. So, jetzt ist wieder scharf gestellt. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich werde das jetzt lose schrauben. Das ist hier so ein Gefrickel. Ich weiß nicht, ob ich das zeigen kann. Direkt. Ich versuche es zu zeigen. Ihr seht ja hoffentlich auf dem Bild, dass das so noch nicht hinhaut. Ich werde das jetzt mal hier, glaube ich, auf dem Bild rausnehmen müssen. Ohne, dass ich mir hier irgendwie einen Kurzschluss mache. Ich werde mal hier die Schrauben anlösen. Sollte ich den Motor eigentlich drehen können? Sollte jetzt lose sein. Also ich drehe hier am Motor. Es tut sich nichts. Moment, dann muss ich noch mal auf. Dann sagt er okay. Jetzt sagt er Dings. Also ich guck mal, ob ich euch das ein bisschen gezeigt kriege hier. Jetzt am Motor ein bisschen in die Richtung, also in die Richtung drehe ich den jetzt. Ticken.
ein bisschen zu mürbe oder was? XX. Drehe ich nochmal in die andere Richtung. Jetzt habe ich mir den total verstellt. Jetzt wird es ein bisschen besser. Echt Friemelkram. Das passt. Das passt nicht. Also noch ein Ticken. Ja, Zylinder 40 in der Mitte. Ja, fast. Noch ein Ticken. Das passt. Passt noch nicht. Ich krieg's nicht hin. Ich kann versuchen, das zu justieren, wie ich will. Es klappt nicht. Ich kriege es einfach nicht dahin, wo ich es hin haben will. Auf Zylinder 79. Ich schraube es wieder fest. Ich glaube, das Laufwerk hat sich dann erledigt. Normal. Also, die Side 0, Lower. Die Cycles, es wird nicht besser. Und die Upper Side, also Side 1, besser kriege ich es nicht hin. Aber Zylinder 0, Zylinder 40 funktioniert und 79 funktioniert nicht. Weiß ich nicht warum, gereinigt habe ich es. Mache ich nochmal auf. Ich habe noch ein Diskettenlaufwerk. Das habe ich mir leider kaputt gemacht. Das hätte ich gerne am Amiga nochmal genommen. Das hier, das hat keinen Spindelmotor. Ich versuche das mal hier nochmal abzumachen. Das hat hier ein, ich weiß mal, kann man es sehen. Über so einen magnetischen, wie auch immer, Motor, da, das leidet hier richtig schön drauf. Der Schreiblesekopf ist auch schön groß, aber das habe ich mir leider kaputt gemacht, weil mit 5 Volt und 12 Volt das ein wenig blöd war. Ich habe das angeschlossen und ich meine, es war richtig rum vom Strom her. Ging ich hundertprozentig von aus und dann hat es hier unten Rauchzeichen rausgegeben bei der LED. Es funktioniert nicht mehr. Ich weiß aber nicht, was hier dran kaputt ist. Es hat keinen Kurzschluss auf Plus und Minus und nix. Das Doofe ist, da ist ein IC. Das könnte durch sein. Und hier oben auf der ganzen Platine, ich mach's jetzt nochmal so, sind auch lauter ICs. Könnten auch irgendwie kaputt sein. Das ist jetzt blöd. Ich weiß gar nicht, von welchem Jahr das ist. Ist aber ein relativ altes. Ich glaube von 84 oder so. Schade. Das hätte ich gerne nochmal benutzt. Was soll ich machen? Oder was soll man machen? Ist halt so. Und das Laufwerk, das
als Elektrik. Ja, justieren. Wie gesagt, ich habe hier hinten die Schrauben gelöst und habe den Motor links und rechts gedreht. Man muss aber aufpassen mit dem Flachbandkabel hier drin, dass man das nicht kaputt macht. Aber Nummer 79, also Zylinder 79 oder so, das funktioniert nicht. Und wenn ich mir den Kopf so angucke, der ist in Ordnung, der ist sauber. Der ist nicht kaputt, nix. Und der untere ist auch in Ordnung. Dann kann man das sehen. Nee, ne? Da, jetzt könnte man das vielleicht sehen. Aber am Ende will er nicht. Vielleicht haut das Laufwerk ja hin. Jetzt müsste ich nur noch eine Diskette haben, die wirklich von Track 0 bis Track 79 oder 80 Daten hat und gucken, ob er die wirklich lesen kann. Die Diskette, die ich hier benutze für diesen Test, die hat ja nur 4, 5 Tracks und dann ist das Programm geladen. Ich weiß es nicht. Ich vertraue dem Laufwerk nicht so. Damit kann man aber Diskettenlaufwerke testen. Das ist das Gute daran. Schade, hat nicht hingehauen. Was soll man machen? Aber ihr habt dann gesehen, wie man hier die Köppel reinigen kann. Macht man dann mit Wattestäbchen und ein bisschen Dings. Isopropanol oder ich nehme Fensterreiniger, das ist in etwa fast dasselbe. Weil ich habe kein Isopropanol mehr. Ich muss erstmal gucken, dass ich wieder welches kriege. Und ein bisschen Öl an die Gleitschiene und ein bisschen Fett an das Schneckengetriebe. Und ein bisschen Entstauben im Allgemeinen wäre auch nicht verkehrt. Das Ding ist noch relativ staubig. Naja, aber wichtig ist, dass das hinhaut, die Mechanik hier hinhaut. Tut es leider nicht so richtig. Das hatte ich auch umgebaut für den Amiga, ja. Tja, was soll ich machen? Ich kann nichts machen. Das ist halt so. Das ist das Ding mit Diskettenlaufwerken. Manche wollen nicht. Manche gehen mit der Zeit nicht mehr. Das lag auch so offen. Also nicht ganz so offen, aber das lag so ein bisschen zusammengebaut. In der Kiste irgendwo, wo ich das mal reingeschmissen habe. Ich habe da gar nicht drauf geachtet, ob das jetzt noch in Ordnung ist oder nicht, ob das kaputt gehen könnte oder nicht. Kann sein, dass es dadurch kaputt gegangen ist, weiß ich nicht. Oder es ist mal runtergeknallt und hat sich dann irgendwie noch die Köpfe gegeneinander vertauscht oder verdreht oder was weiß ich. Ich bin ganz froh, und das will ich nicht kaputt machen, dass ich das hier habe. Das habe ich ja schon vorgestellt gehabt. Das Diskettenlaufwerk, das ist ein FD, wie auch immer, keine Ahnung, welche Firma, wo ich ja über den Arduino und USB-Gedönse mir Amiga-Disketten mitschreiben kann. Das funktioniert wunderbar. Das haut einwandfrei hin. Ich muss jetzt nur noch mal gucken, ob es einen Adapter gibt, ob das möglich ist, ohne umzulöten, das einfach so zu connecten am Amiga. Einfach die Signale so hinpacken, ob man da einen Adapter machen kann oder ob man die wirklich umlöten muss. Weil bei dem hier wüsste ich jetzt auf Anhieb nicht, wie man es umlötet, ob das überhaupt möglich ist. Es geht nicht jedes Laufwerk, leider. Aber was soll's? Das ist dann so. Gut, ich danke fürs Zugucken. Ich versuche das so gut es geht zusammen zu schnibbeln, dass das passt. Und dann, ja, würdet ihr jetzt wissen, wie man zum Beispiel dann das Kettenlaufwerk reinigt und eventuell justieren kann, wenn es denn funktionieren würde mit justieren. Bei dem hat es nicht hingehauen. Das andere will ich nicht kaputt machen. Die zwei Laufwerke, die passen zusammen, das eine und das andere. Und das dritte wäre jetzt, ja,
Vielleicht möglich, dass es hinhaut. Ich weiß es nicht. Ich vertraue ihm nicht so. Muss ich mal gucken, ob ich nochmal so 1, 2, 3 Diskettenlaufwerke irgendwo gekauft kriege, günstig Geld. Teilweise kosten sie ja nur um die 5, 10 €. Naja, gut. Dann danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.